Shiani? Hey. Shiani? Wer sonst? Schön, dich zu sehen, vermute ich. Das Leben da draußen war gut zu dir, stimmt's? Alle respektieren dich, sogar die Menschen. Erinnerst du dich an uns? An deine Herkunft? Und was viele von uns noch immer jeden Tag durchmachen? Ja, das tue ich. Aber trotz der Erinnerung verbindest du keine Gefühle mehr damit, richtig? Du hast die Schrecken dieser Nacht hinter dir gelassen. Ich beneide dich. Du machst jetzt andere Dinge, von denen ich nur träumen kann. Du hast eine große Aufgabe zu erfüllen. Ich möchte, dass du das nimmst. Ich finde, du solltest das haben. Dich jetzt zu sehen, gibt mir Hoffnung. Für uns alle. Erhaltene Gegenstände. Cool, was ist es? 111. Vielleicht ein Item hier. Scharfschützenbolzen. Glaube ich eher nicht, dass es das war. Reflexion. Könnte das das gewesen sein? Konstitution. 15% auf erhaltene heilende Effekte. Kurz mal gucken. Nein. Ravenstorm. Da. Reflexion. Ja, doch, schon mal sehr gut. Sehr viel besser als meins. Könnte es gewesen sein, oder? Ja, war es wahrscheinlich wirklich. Morrigan, Ravenstorm, Liliana. Morrigan direkt mal ins Gefängnis packen. Und sie müssen eigentlich sowieso gegen uns selber kämpfen. Und irgendwie kriegen die relativ wenig Damage hier. Irgendwie noch ein bisschen mehr erwartet. Wahrscheinlich haben sie so extrem viel Rüstung oder Resistenzen. Lebt nur noch Morrigan? Ja. Okay. Einfach mal verschwunden. Cool. Cool. Was jetzt? Das wird lustig. Wir müssen bestimmt irgendwie zusammenarbeiten und Hand in Hand ein Liedchen trällern, um hinüberzukommen. Was für einen Sinn macht denn eine substanzlose Brücke? Sollen wir uns etwa auf die andere Seite träumen? Ihr könnt mich um alles... Das sind doch so etwas wie Trittsteine, richtig? Um hinüberzukommen, müssen wir sie einen nach dem anderen nutzen. Okay, wo war das? Nein, hier nicht. Hier, genau. So, und in dem Fall geht Ravenstorm rüber. Ich kann hier drauf. Und Vin kann dann hier hinten drauf. Dann gehe ich wieder ich hin. So. Vin sollte jetzt nicht mehr weggehen. Oh Gott. Okay. Easy GG. So. Hier drauf. Vin geht. Oh, das geht ja gar nicht. Okay, nochmal hier drauf. Nee. Oh, fast weggeschoben. Nee, ich muss jetzt hier drauf. Dann gehe ich nochmal einen Schritt vor. Der muss materialisiert bleiben. Der hier zumindest. Das heißt, ich muss... Raus damit. Er kann in dem Fall weg. Okay, in dem Fall kann dann sie weg. Okay, cool. Das ist die 3 und danach muss ich... Wahrscheinlich da drauf dann, genau. Okay, als erstes also... So, hier drauf. Dann müsste ich jetzt schnell mal hier durchlaufen können.
Genau. Dann kann sie runter. Und da drauf stehen. Ich höre zu. Dann muss ich hier irgendwo einen Weg suchen. Okay. Auch nicht, auch nicht, auch nicht. Auch nicht. Obwohl doch. Nee, doch. Kann das sein? Okay, cool. So. Kann ich einen Schritt hier vorgehen? Und dann kann Liliana runtergehen. Den ersten Schritt drauf machen. Ah! Ich stelle mich hier drauf. Und Morrigan kann. Na klar, dass das alles nicht geht. Nur wenn er hier drauf steht, würde ich muss jetzt. Wenn ich. Okay. Das heißt. Ja. Das klappt doch gar nicht. Das kann nicht klappen. Liliana, geht das nochmal hier hinter? War das hier hinten? Keine Ahnung. Die geht dahin. Und Morrigan musste irgendwo hier hingehen. Genau, hier hin. So. Jetzt geht er ganz normal durch. Morrigan kann runter. Ey, ich möchte hier weg. Der hier. Wenn ich hier drauf stehen bleibe, genau, sollte gehen. Dann kann Liliana runter. Nein, kann nicht. Sondern Vin könnte runter, ne? Ja. Okay, nochmal fahren. Cool. Oh, das Rätsel. Ich habe das damals schon gehasst, das Rätsel hier. So, nochmal. Hier drauf. So, wer kann jetzt runter? Schüler vergessen. Nee, Morrigan kann runter. Morrigan geht also jetzt auf den hier. Vin kann runter. So. Jetzt brauchen wir einen, um den hier zu aktivieren. Der hier nicht. Aktiviert er jetzt nur den hier oder vielleicht sogar beide? Ich probiere es ganz einfach mal aus. Ja, war klar. Ja, okay. Das heißt, los. Wind kann nochmal zurückgehen. Und zwar hier drauf. Morrigan auch nochmal zurück. Aber jetzt weiß ich zumindest, dass es an der rechten Seite hier nur eine vorgeschriebene Möglichkeit gibt. So. Morrigan, kein Bock mehr auf Party. Bedeutet, sie geht. Hinter? Ja, hinter. Hier hin, genau. Vin kann weg. Könnte da was materialisieren? Das wäre eins. Würde gehen. Das würde auch gehen. Okay. Okay, das geht auch. Ich muss ja irgendwie. Okay, jetzt habe ich mal vor. Und jetzt müsste eigentlich. Kann ich laufen? Es ist wirklich. Diese beiden, okay. Was jetzt? Ach, boah, ey, ich krieg das kurz bei dem Rätsel hier. So. Sie kann jetzt dahinter laufen. So. Jetzt kann Morrigan weglaufen. Und zwar irgendwo hier hin. Ist wahrscheinlich hier, ne? Jetzt kann Liliana weglaufen.
Du, jetzt weiß ich wieder nicht weiter, um ehrlich zu sein. Ich habe drei Möglichkeiten. Entweder, dass es der hier ist. Ach Gott, dann müsste ich ja wissen, was der hier macht. Ah, falsch. Okay, der hier. Es muss irgendeinen geben, der beide auslöst. Also die hier, die beiden hier. Ich gehe mal aus, dass es der hier ist. Das heißt, jetzt kann... Win. Es war doch der hier. Nein. Okay. Okay, ich hab's raus. Ich hab den Dreh einfach mal raus. Cool. Liliana. Dahinter. So. Jetzt habe ich es aber auf jeden Fall raus. Das kann ich jetzt aber schon mal sicher sagen hier. Da drauf. Win kann nicht hier hin, sondern dahin. Habe ich dahin. Liliana läuft weg und zwar. Jetzt muss ich hier hinterlaufen. Und zwar hier hin. Und jetzt kann Morrigan weggehen. Und kann auf einem Weg drauflaufen, wo das auch noch materialisiert jetzt hier hinten. Ah, ja. Der Boss-Player hat's raus. Okay. Kommt, Leute. Ein bisschen lang gebraucht hier. Keine Ahnung, wie lange, um ehrlich zu sein. Aber ich hab's raus. Ich bin cool. Fertig aus. Okay. Dieser Altar ist nicht viel mehr als ein staubiger Steinblock. Du erkennst an der Vorderseite eine Inschrift. Weiter. Legt ab die Zeichen weltlichen Lebens und hüllt euch in die Güte des Geistes. König und Sklave, Adliger und Bettler seien neu geboren unter dem Blick des Erbauers. Ausrüstung ablegen. Ihr habt den Spießrutenlauf absolviert, seid Andrastes Weg gegangen und wurdet gleich ihr gereinigt. Ihr habt euch als würdig. Nähert euch der heiligen Asche. Darf ich bitte meine Rüstung wieder anziehen? Cool, danke. Ich wollte eigentlich hier raus. Cool, eine Urne mit Asche. Ich hätte mir nie erträumt, die Urne der heiligen Asche jemals selbst zu sehen. Mir fehlen die Worte für. Ich bin ja sowas von in Ehrfurcht erstarrt. Es gibt keine größere Ehre, als hier zu sein. Ich werde dieses Gefühl niemals vergessen. Das sind die sterblichen Überreste von Andraste, Prophetin und Braut des Erbauers. Die eine Prise nehmen, die ohne eine Prise nehmen. Yeah. Zeremoniemeister. Okay, ich denke mal. Ah. Glückloser Abenteurer. Hat's zerrissen. Ein Geschenk. Gürtel brauche ich nicht. Lederhelm auch nicht. Aber ein goldenes Dämonenamulett, das könnte doch durchaus cool sein. Vielleicht cool sein. Boah, ich habe immer noch zu viel Platz. Immer noch zu wenig Platz. Das heißt, der Speise jetzt einfach weg. Problem gelöst. War hier noch irgendwas Cooles? Ah, noch eine Truhe. Mit Müll? Cool. Aber immerhin 60 EP fürs Knacken, das war schon ordentlich. Ansonsten noch eine Truhe. Cool. Hier kommen wir nicht mehr hinter, okay. Auf geht's raus zum Berggipfel. Ich nehme das Ganze gerade so um 2 Uhr morgens auf. Also nicht wundern, wenn ich gerade so halb am Schlafen bin.
eine Quest, ein Aufstieg. Und zwar für sie hier. Formwandler wollte ich auch nicht, wollte Arcana Krieger haben. Sie kriegt dann direkt hier die fortgeschrittene Kampfausbildung. Und sie hat wieder einen Punkt frei, den wir hier. Genau, Zauberblüte. Jetzt haben wir es endlich mal. Zauberblüte. Da. Oh, cool. Das sieht echt cool aus. Okay, dann geht's auf zurück. Können wir jetzt hier eigentlich. Okay, da müssen wir dann scheinbar rechts rein. Und können nicht wieder zurück oben. Schade, schade. War hier links eigentlich irgendwas? Habe ich hier gar nicht hingeguckt gehabt. Wahrscheinlich nichts Besonderes oder so. Wow. So wird immer nichts Besonderes. Ein Dolch, der im Müll ist. Ich könnte und lass zum Knacken. Der ist auch Müll. Und dann was hier, eine Truhe zum Knacken und auch Müll. Ja, das ist alles Müll. Schade, aber es sah ganz cool aus auf jeden Fall, diese ganzen glitzernden Sachen hier. Schade, dass es letzten Endes Müll war. Schade, schade. Ja, dann können wir hier eigentlich rausgehen, ne? Denke ich jetzt aber mal. Da oben wird es nichts mehr sein. Ja, cool. Jetzt haben wir echt eine große Quest abgeschlossen. Und wir haben die Banastor-Rollen gekriegt. Das haben wir auch noch gekriegt zum Beispiel. Cool. 1, 2, 3 kleine Quests eigentlich. Und wir haben noch 2 Zusatzquests gekriegt, die wir gefunden haben. Ich hoffe jetzt, wir werden jetzt nicht wieder angegriffen von irgendwem. Ah, nee. Nee, ich bin nicht angegriffen. Cool. Cool. Hä, wo ist der Kollege hin? Willkommen ah, da ist er zurück. Da. Ihr wart ziemlich lange fort. Und? Habt ihr sie gefunden? Die Urne, ja. Wie war das? Ich meine, als ihr euch der Urne genähert habt. Zermürbend. Es gab Prüfungen. Interessant. Höchst interessant. Jetzt betrachtet die Kirche meine Nachforschungen sicher nicht mehr als Blasphemie. Wir müssen eine Expedition organisieren. Das ist alles lebendige Geschichte, die wir studieren sollen. Und auch Pilger sollen zur Urne kommen dürfen. Das ist unklug. Viele würden versuchen, daraus Vorteil zu schlagen. Aber die Urne gehört allen Gläubigen. Könnt ihr sie ihnen verweigern? Nein, wir müssen sie teilen. Dem stimme ich zu. Wir dürfen sie anderen nicht vorenthalten. Wir haben nicht das Recht dazu. Eure Absichten sind edel, Bruder Genitivi. Aber könnt ihr das Gleiche auch von euren Brüdern in der Kirche sagen? Ja, teilt sie mit anderen. Erzählt es herum und beschert der Kirche noch mehr Macht und Einfluss. Das ist es doch, was ihr wollt. Ich werde diese frohe Kunde verbreiten. Und wenn ich dabei sterbe. Soll ich ihn töten? Boah, soll ich ihn töten? Boah, ich bin gerade überlegen. Boah, das ist gerade eine richtig harte Nuss. Wenn Schlimmes daraus erwächst, das ist eure Schuld. Zurück. Es gibt so viel zu tun. Besucht mich, falls ihr je nach Denerim kommt. Ich bin nicht reich, habe jedoch eine kleine Sammlung mit interessanten Artefakten. Und ich schulde euch für meine Rettung eine Belohnung. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Ach, was du nicht sagst, ich will dein ganzes Geld haben. Gib mir dein ganzes Geld, Junge. Aber wir können zur Weltkarte gehen und erstmal. Oh, sind ja fast keine Fallen hier. Boah, wo gehen wir jetzt hin? Gehen wir jetzt direkt nach Denerim wieder? Da würde ich schon sagen, ne? Auf nach Denerim. Oh nein, ich hätte ins Lager gehen sollen. Denn im Lager hätte ich noch die Möglichkeit gehabt, zum Beispiel meine Runen zu machen. Runen auf meine Waffen zu machen. Auf meine Waffe vor allem. Habe nur noch eine letzten Endes. Wäre ganz hilfreich gewesen, glaube ich. Aber ist auch nicht ganz so schlimm. Jetzt können wir hier mal Quests abgeben. Magie soll dem Menschen dienen und ihn niemals beherrschen. Finster und verrucht sind die. Ja, ist gut. 2 Gold. Haben wir noch neue Quests dabei? Nein, haben wir nicht. Schwester Justine. Derart angespannten Lage die Tage so freundlich sein können.
Oh, verzeiht, ich habe nur laut gedacht. Wollt ihr zur Anschlagtafel des Kantors? Ich bin Schwester was macht Christine, ihr hier? Kuratorin der Reliquien dieser Kirche. Ah. Und schon wieder zeige ich Stolz. Es ist schwer, dem Vorbild Andrastes gerecht zu werden. Was macht eine Kuratorin? Kümmert sich um die Bücher und ich kümmere mich um die heiligen Reliquien. Ja, es ist gut, ich möchte eigentlich was abgeben. Ich habe diese Schriftrollen von Tevinter. Verzeiht meine Zweifel. Ich würde sie auf jeden Fall gerne untersuchen. Seid damit vorsichtig. Sie scheinen sehr alt zu sein. Lass mich mal sehen. Die Schriftrollen sind alt, ohne Zweifel. Und die Schrift? Sie sind in Chiffre geschrieben. Die alten Gläubigen verwendeten sie, um ihre Schriften vor den Magi von Tevinter zu schützen. Sie könnten echt sein. Bitte lass sie mich untersuchen. Ich hätte gerne eine Art Sicherheit. Möge der Bauer euch gnädig sein, wenn ihr ein Scharlatan seid. Ich sehe die Gier in euren Augen, aber ich glaube euch. Ihr sagtet, ihr habt sie in einer Ruine gefunden? Ich kann euch 5 Sovereigns geben. Wenn sie sich als echt herausstellen, können wir uns über eine etwas umfangreichere Bezahlung unterhalten. Abgemacht, ihr habt ja sie. 5 Gold? Pff, wenn ich danach nochmal Gold kriege. Und Tinte. Wie war das nochmal mit der Chiffre? 5 Gold, hallo? Ich habe eure Schriftrollen untersucht. Ich kenne einige der frühen Chiffren der Kirche, aber diese hier ist mir nicht gänzlich vertraut. Die Teile, die ich entziffern konnte. Es könnte sich um einen Bericht von Maferats letzten Tagen handeln, vielleicht sogar um noch mehr. Maferat, so wie Andrastes Ehemann? Bemerkenswert, ich weiß. Der gleiche Maferat, der unsere Prophetin verraten und dabei zugesehen hat, wie sie in Minrathis bei lebendigem Leib verbrannt wurde. Wenn wir eine genaue Übersetzung bekämen, könnte das hier der Fund unseres Lebens sein. Okay. Werde ich jetzt bezahlt oder nicht? Ihr habt gehört, was ich gesagt habe, oder? So wie der Verräter an unserer Prophetin. Nun, für Menschen ist das revolutionär. Hier habt ihr alles, was mir für Ankäufe zur Verfügung steht. Nehmt es und geht. Seid gesegnet. 1000-fach gesegnet. Sie sollen heißen Melifica, die Verfluchten. Wow. Sie hat mir 5 Gold so sowieso schon gegeben. Und gibt mir dann nochmal 2 Gold 50. Weil sie... Ach, egal. Ich sag nichts mehr. Yeah, Bonus. 5 Gold. Aber keine neuen Quests. Oh, schade.